Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Wir machen jetzt hier weiter. Kapitel 5, glaub ich, war's. In den Kampf, besiege alle Gegner. Okay. Das sind viele Gegner. Schauen wir mal, was sich so machen lässt. Ich kann. Zackidi-zack. Natürlich geht das nicht. Du. Gehst mal so hier hin. Denke ich mal, genau. Dann, was war das? Schwachmacher. Und Schuss. Haha. Der geile Schwachmacher. Ich kann jetzt sehen. Dash, ne? Jawoll. Dann gehe ich mal. Ich versuch's einfach. Mal. Bam! Da wurde er zu Tode gequetscht. Du schießt. Kritischer Treffer! Schade. Und die Heldensicht. Jetzt ist Luigi dran. Hier auch da vorne. Was war das? Hinausgelöst. Waffenschaden. Aha. Okay. Schieß mal so. Ah, laser down. Let's go. Machen wir das auch direkt. Jetzt muss der Gegner irgendwas tun. Nice Treffer. Trifft nicht. Was? Autsch. Alter, das hat Schaden gemacht. Oh mein Gott. Geiler kritischer Treffer. Schön. So gefällt mir das. Du kommst wahrscheinlich nicht. Er kommt noch nicht dahin, also versuche ich es einfach mal. Aha. Warum nicht? Bam. Ja, rein. Box den. Dann gehst du dahin. Ha, so gefällt mir das. Jetzt mit den neuen Fähigkeiten. Der lebt noch. Schade. Aber der nicht mehr. Du gehst mal dahin, Rabbit Luigi. Du kannst nichts tun. Sonst habe ich was getan. Jawohl. Was? Er kann durch die Röhre schießen? Das ist nicht sehr vorteilhaft. Oh mein Gott. Okay, weiter geht's. Zack. Wenn er springt, dann springt er mal nach da hinten. Genau. So. Nee, ich wollte. 0%. Da! Hehe! So macht Spaß! Mach mal. Ich kann ihn schlagen. Du
kann ich dahin. Zack, dann kann ich nochmal. Geh runter. Ne, das kann man nur einmal. Okay, ja, aber gut. Das wäre aber witzig. Und Schuss. Hab ich's geschafft? Waren das alle? Ne, einer ist noch hier. Einer lebt noch. Komm, Luigi. Sicht blockiert. Na gut. Ups. So. Gut. Der Gegner ist dran. Ah, das ist ein Hund. Und dem habe ich halt nicht gesehen. Das ist ein bisschen schade gerade. Ein bisschen schade gerade. Luigi. It's your time. Kann. So, 100%iger Schaden. Alter, der Angriff ist super. Yeah. So, wenn er sich einmal bewegt, ist der Apfelmus. Aber er wird er sowieso nicht, weil es geht nicht, schade. Aber jetzt. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel. Nee, 0%, ne? Schieß einfach auch mal drauf. Natürlich geht's nicht. Y, nicht X. Aber jetzt ist er tot. Geschafft, oder? Schlacht gewonnen. Luigi gefällt mir. So, gibt's hier noch was zum Aufsammeln? Ich denke nicht. Dann geht's jetzt weiter. Geile Münzen aufsammeln, nicht vergessen. Pilz. So. Ja. Okay. Ein Kugelbilly. Oh mein Gott. Besiege alle Gegner. Was ist mit Kuh? Wenn meine Daten stimmen, ist das ein Kettenhund. Ach, ups, Kettenhund. Entschuldigung, nicht Kugelbilly. Ich koche mir Kettenhund. Das sind ja die. Boom, boom. Okay. Moment, mag er schleifen. Sobald er unsere Anwesenheit wittert, wacht er auf und wir versuchen uns zu beißen. Oder an unsere Gegner. Der Kettenhund ist es egal. Er greift einfach den an, der am nächsten ist. Die gute Nachricht ist, dass der Kettenhund erst angreift, wenn wir unsere Runde abgeschlossen haben. Also gut. Also gut. Kann ich. Ja, das kann ich. Zack. Zack. Geht das? Nee. Schade, schade. Ah, komm, Risiko. Schuss! Gut, gut. Jetzt geh mal da rüber. Und jetzt trifft bitte. Geiler Kitschertreffer. LOL! Da kann man voll Kompos machen. So. Der erste ist down. Es ist der dran. Oh yeah! Golden! Zack! Mach das auch noch, wenn du sich bewegt, ist er dude. Na komm. Warum nicht? Was soll der Geiz? Der tötet ihn jetzt. Also der ist gar nicht angeboten. Oh oh. Oh oh. Oh oh.
geiler kritischer Treffer. Da hat es eine Tintenblase auf seinem Kopf. Nice, danke. Das ist nicht so nice. So. Feuer! Schwächung! Nee. Das ist mir zu riskant mit dem Kettenhund. Schieß auf ihn! Jawoll! Es war nicht mehr viele da, oder? Zack! Drück und zack! Und zack! Warum greife ich den an, verdammt nochmal? Alter. Wie viel Schaden macht der eigentlich, der Kettenhund? Fucking 75 Schaden. Dieser fucking Kettenhund, ey. Zuerst du. Bringt wahrscheinlich, ne, bringt nicht viel. Problem ist, er visiert mich dann an. Ich muss ein bisschen defensiver sein. Aber ich kann ihn trotzdem treffen. Der Luigi ist ein guter Damage-Stealer. Geh mal da hinten. Einfach nur hin. So. Man muss mit der Umgebung spielen, nicht wahr? Jetzt greift der Kettenhund diesen Lümmlern. Direkt. Ohne Umweg. Durch mit Umweg. Ah, was? Der kommt nicht so weit. Kann ihm ausweichen. Nice to know. Geh mal da hin. Voller Fang. Hau ab. So, Bubble. Geile Bubble. Ich hoffe mal, er kommt nicht so weit. Verdammt. Nein, Kettenhund. Nein, er schafft's! Autsch, das macht so Damage. Ah, oh, so schade. Was, der lebt noch? Gott, Luigi, du bist ziemlich hart dran gerade. Zack. Aber jetzt ist er down. Geh einfach mal dahin, ist mir egal. Das macht richtig Spaß. Genau 5 Zügen. Geplatzte Blase ist Kapitel 6. Okay. Geile Münzen. Heißt das, ich kann neue Dinge kaufen? Waffen. Der Schaden macht Honig. Erzeugt ein Pusine voll gemächtige Projektile mit diesen
klimatischen Anibilat. Er ist jetzt 20 bis 30. Ich glaube 35 bis 45. 25 bis 35, was war das? Also bekommst du Feuer oder Stoß? Ja, Zuckerrausch, befriedigt deinen Heißhunger auf diese Vollkraft mit diesem bombigen Bomben. Neun Maßen genießen. Waffe ausrüsten. Fertigkeiten habe ich 20. Kann ich noch nix? Doch, ich kann was machen. Nämlich das hier. Könnte ich einen Heiler haben, wenn ich wollen würde? Jetzt sehe ich, kann noch den Hammer. Genau. Bei dir war nichts Neues, ne? Da gibt es ja richtig Stufen. 20, 10, 30. Okay. Es kommt. Läuft. Ne? Was ist denn hier? Oh, kaputte Blöcke voraus. Ich schätze, wir müssen einen Umweg nehmen. Da ist kaputt, ne? Kann ich da runterfallen? Ne. Schade. Wäre witzig gewesen. Münzen, Münzen, Münzen. Sonst noch ein Weg? Nur runter. Nur runter, okay. Rätsel, yay. Jetzt heißt es rüber. Geh noch rüber. War da was? Ah ne, da kann man bestimmt noch was sehen. Ich werde nicht verraten, wozu der Schwamm früher benutzt wurde. Das will ich nicht Spaß. Ah, cool. Aber dann. Nee, 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 nee. Doch. Schauen wir mal, wo ich hinkomme, wenn ich da. Gehe. Ich darüber. Gott. Lol. Seifenblasen. In unserer Welt war das ein 10 cm langer Seifenblasenstab. Jetzt ist er 10 Meter lang. Nächstes Mal sollten wir einen Hotdog rüberholen. Alter, genau, ein Hotdog. Das will ich feiern. Was? Ist das dasselbe? Nee, das ist dasselbe. Komm schon, spring. Ja, ja, ja. Schau mal, eine Idee, so. Ich merke gerade, das war ein bisschen doof. Weil jetzt kann ich, muss ich den wieder rüber tun. Jetzt komme ich da rüber. Na. Geiles Ding. Bierbildpflanze. Und jetzt? Wie komme ich weiter? Fragezeichen. Ach so. Ich verstehe, ich verstehe. Zack. Das geht rüber. Dann kann ich da rüber. Und dann den drehen. Zack, den drehen. Genau, darüber ist ja ganz einfach. So. Gut, was wir da hinten erwartet, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir auf Twitter, Link in der Videobeschreibung. Abonniert mich. Like natürlich nicht vergessen. Kommentiert. Was auch ihr Herz begehrt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.